Teleportopushirn ist ein erstaunlich komplexes Organ. Ja, weil Gehirne auch nie komplexe Organe sind oder so. Vielleicht werde ich einen Artikel darüber schreiben. Weil man wäre nicht so, als wäre das Gehirn, das menschliche Gehirn ist ja in Realität so komplex, dass wir heute nicht mal ansatzweise die Funktionsweise davon komplett verstehen. Fängt an sich auch ein bisschen krass. Oh nein, unsichtbare Wand. Verdammt. Immer diese unsichtbaren Wände. Man kennt sie, man liebt sie. Aber ich muss sagen, die Hintergrundmusik, die könnte man 1:1 mit dem mit dem Avengers-Theme ersetzen und es wird niemanden auffallen. Change my mind. Okay, es wird schon einigen Leuten auffallen, aber es ist dem Avengers-Theme doch schon sehr, sehr nah. Verdammt, darauf kann ich nicht stehen. Wieso versuche ich eigentlich immer auf allen Sachen zu stehen? Ja gut, weil ich bin, ich weiß. Trotzdem. Oh, das hier ist der perfekte Ort für die Protonentrommel. Verdammt, wieso ist die so schwach? Ja, so wie Atommoleküle fragen sich, wie ein Atom funktioniert. Hm. Ja, warum nicht? Ich finde es halt auch krass. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht so der Experte, wenn es um Höhne geht. Oder um die Höhenbiologie. Aber was ich halt weiß, ist, dass man bei vielen Gehirnteilen erst herausgefunden hat, was die machen, als sie bei irgendeinem Menschen beschädigt waren. Das war dann so. Das funktioniert nicht mehr, also muss der Gehirnteil das gemacht haben. Teilweise. Das finde ich halt witzig. Beziehungsweise witzig. Ist das die richtige Bezeichnung dafür? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall interessant. Sagen wir es so. Als interessant kann man es definitiv zusammenfassen. Ah ne, das hier war das letzte, was ich noch gemacht hatte. Okay. War mir gerade nicht mehr sicher. Aber was ist denn eigentlich mit diesem Felsen hier in der Mitte? Kann man da hoch? Ist da. Ach, da ist einfach nur Lava. Oh. Aber hier kann ich hoch. Einfach hier überall rumfliegen. Wo kann ich hoch? Da muss ich hin. Egal, ob es Sinn ergibt oder nicht. Da muss ich hin. Ich merke schon wieder, ich habe das falsche Fenster vorne. Wieder aufs Falsche geklickt, so. Perfekt. Los, Verpixler. Du machst das. Werde mir tatsächlich die anderen Waffen für Orte aufheben, an denen ich die auch zwingend brauche, ne? Deswegen gegen die Gegner da den Verpixler, glaube ich. Ganz solide Methode. Gegen die ganz kleinen halt den Pyrolysator, ne? Oh verdammt, ich hätte hier zuerst alles killen müssen. Mr. Zirkon und Verpixner. Ich hab gerade den Boss aufgeweckt, ne? Wenn er mich bemerkt, dann ist ja bisschen blöd. Deswegen erstmal hier noch alles plätten, während man noch die Zeit hat, ne? Einfach mal ein bisschen. Und den da werde ich gleich wegsnipen, den guten. Der Plasmastürmer ist halt einfach super, ne? So, volle Breitseite. Ach, sein Gesicht ist ein kritischer Punkt, gut zu wissen.
Also ich zuerst den Jägerwerfer. Ich will ihn immer wegen Ratchet und Clank als Jägerminenwerfer bezeichnen. War eine dezent andere Waffe. Ich meine, die war genauso lustig, aber hat halt Minen geworfen. Nicht diese Raketen hier. Ich muss mal ein bisschen mehr auf Abstand, um den hier gut zu benutzen, weil direkt unter dem dabei zu stehen scheint nicht ganz hilfreich zu sein. Okay, Brenner. Jetzt müsste man rufen, los, werde alt, wenn man mit dem Verpixler schießt. Ich meine, warum nicht? Kann man gerne machen. Aber werde ich es machen? Ich denke nicht. Sache ist, die Bosse hier, die fressen halt so enorm viel Munition. Deswegen teile ich mir hier alles genau ein, weil wenn ich das nicht mache, dann ja, habe ich ein kleines Problem. Okay, da vorne ist eins und hier oben. Da fange ich am besten oben an. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich ein Geheimnis. Vielleicht das dann am besten macht. Und jetzt hier hoch. Och, das Pack ist ja super mit dem Kleinen. Oh, ich habe wieder Plasma-Stürmer-Munition. Yes. Aber wie gesagt, ich mag nicht, wenn er direkt über mir fliegt, ne? Oh, komm. Okay, Zirkon und Brenner. Sonst habe ich gleich echt ein Problem, wie ich den besiegen soll. Ich sehe halt hier schlecht. Ich sehe halt hier alles super schlecht, weil der halt direkt über mir ist. Die Kameraperspektive ist dafür dann nicht so geil, muss ich sagen. Aber hey, es hat funktioniert. Also, warum nicht? So, ihr seid jetzt auf mich getriggert, das ist super, dann kann ich nämlich den Brenner einfach benutzen. Oh. So, und für Wadli, werde alt, los. Okay, cool. Hat nicht lange gedauert. Sind schnell alt geworden. Wie Chuck Norris wird's noch, warte, was? Finde ich zumindest. Kann jeder sehen, wie er will, aber ich war nie so der Fan von Chuck Norris oder deine Mutter Witzen. Die fand ich immer so. Aber ich muss zugeben, ich habe manchmal so getan, als ob ich sie lustig finden würde. Wäre nicht wirklich besser? Ja, vielleicht. Sei wie ein schlechter Mathematiker und finde eine geringe Lösung oder Auflösung. Sagen wir Auflösung. Retro One oder so nennen. Ja, aber die Sache ist, das wäre bei Wedge und Clank ein bisschen unglaubwürdig, weil Wedge und Clanks Vergangenheit liegt halt nicht im Pixel-Design, ne? Wegen ein bisschen unglaubwürdig. Ah, hier kann man auch vor. Oh, Munition. Braucht zwar eigentlich gerade eher Nanotech, aber Munition immer. Nehme ich immer. Ja, ich weiß, das kostet mehr. So. Werde ich jetzt den Bosskampf hier gewinnen? Ich sag. Ich habe so viel Plasma für Munition, also ja. Da vorne ist das Gesicht, okay. Am besten genau eines der Augen. Ach! Wenn man auf den kritischen Bereich zieht, leuchtet es auch rot, glaube ich.
Ja, da muss bei dem Gegner ja eins der Augen sein. Da sind ja die Augen bei dem Gegner das Kritische. Werde ich mir merken. Nein, verdammt. Es war mir so klar, dass ich da sterbe, wenn ich zu lang drin gezoomt bin, aber irgendwie hat's nicht geholfen. Aber hey, hier ist eigentlich gut, wenn man nicht so oft stirbt, ne? Warte, wo ist jetzt diese kreisrunde Ding, wo ich noch nicht war? Das müsste dann irgendwie... Ah, okay. Hier oben. Hätte ich fast übersehen. Aber hey, ich krieg hier wieder Munition, Mr. Zirkon, nice. Nanotech brauche ich jetzt nicht. Wäre gut, wenn ich vorher realisiert hätte, dass hier oben Nanotech ist. Aber ich nehme noch die Munition von da hinten. Nett. Ich meine, da oben, das habe ich ja eh schon eingesammelt. Oh. Gut, dass ich gestorben bin. Sonst hätte ich das Raritanium gar nicht gefunden. So, und das wird jetzt hier ein richtiger Snipe. Nämlich von hier oben. Okay, ne, nicht von hier oben. Hab mich spontan umentschieden. Hier kann ich sein Auge nicht gut genug treffen. Oh mein Gott, so viele schöne kritische Treffer. So muss das hier laufen. Stufenaufstieg. Yes. Nice. Das ist, nice. Definitiv. Wäre schön, wenn ich jetzt so einen kritischen landen würde und nicht nur diese normalen, aber hey. Aber den Plasma-Stürmer hier zu leveln ist, ein einfaches, muss man so zu sagen. Der Plasma-Stürmer hier ist wirklich wie gemacht. Das ist fies. Das ist einfach nur fies an der Stelle. Hier oben war noch Nanotech. Ich hab's nicht vergessen. Ich werde auch kein Nanotech hier vergessen. Bitte euch. Ich spiele zwar gerne auf 1 HP, aber es bin zwar gut, wenn ich auf 1 HP spiele, aber es muss nicht immer sein, ne? Okay, die meisten Inseln habe ich dann hier schon tatsächlich. Muss man sagen. Plasma-Stürmer, Mr. Zirkon und Verpixler, let's go. Ich löse deine ganze Existenz auf. Okay. Nein, ich bin ruhig. Der war echt schlecht. Aber musste sein. Beim Boss merkt man, dass ein Fried aus Qualle und Blooper und Gehirn aussieht. Ein bisschen ekelhaft. Ah, ja, nur so ein bisschen. Mr. Zirkon führte die ganz zuverlässig, muss ich sagen. Also, man kommt auf jeden Fall auf die Idee, dass er ja, gerne das macht, so akkurat wie er dabei ist. Ne? Vor allem, ich höre nur so mit einem Ohr zu und dann so reingelegt, Mr. Zirkon lebt, um zu vernichten. Erster Gedanke. Ah, ja. So, das hier fehlt. Nein, das hier fehlt mir nicht. Fehlt mir. Das da oben. Okay. Das ist fair. Ich habe erst 51, ne? Brauch noch ein bisschen was mehr. Nein, beiden.
Oh, da war ja noch einer hinter mir. Hey, wie geht's? Gegner souverän besiegt und dann... Ja, ich gehe mal einfach in die Lava rein, wenn es okay ist, ne? So. Da in die Richtung. Ja. Dann fülle ich aber erstmal hier wieder auf. Da muss doch bestimmt irgendwo eine Ladestation sein. Ja, ist auch nice, nice. Aber ich muss sagen, das Erkunden hier macht echt Spaß von der Gegend. Macht wirklich, wirklich Laune. Ich will damit gar nicht mehr aufhören. Ach, das war dann... Das ist dann hier. Okay. Jetzt werde ich einfach random durch die Gegend fliegen und hoffen, irgendwas zu finden, was useful ist. Oh, nice. Das war Zufall. Warte, wie benutzt man eigentlich die Waffe gegen die? Nein, nein. Ja gut, ich habe gehofft, ich kann mich da irgendwie hochschwingen. Das wäre eigentlich ganz geil gewesen. Wenn man schaut, wie viele Arten die beiden ausrotten, könnte man meinen, Dinosaurier wurden von Ratchet und Clank vernichtet. Nicht vom Kometen. Tja, weißt du, ob Ratchet und Clank auf dem Kometen war, der die Dinosaurier ausgelöscht hat? Nein, also warum nicht beides? War ein Komet, auf dem Ratchet und Clank waren? Einfache Lösung. Ah ja, sehr gut. Ich glaube, die anderen sind halt echt noch da unten auf der Map, ne? Ja doch, ich fliege in die richtige Richtung. Ich sehe da hinten noch Muni, aber ich brauche eigentlich gerade keine. Warte. Das versuche ich jetzt. Komme ich so bis da ganz hinten hin? Und was ist hier auf der Plattform? Da irgendwas. Ja, hier kann man stehen, nice. Aber hier ist nichts. Schade. Hier ist auch nichts. Das ist einfach so. Ja, lass mich mal. Ich werde schon irgendwie von A nach B kommen. Ganz ruhig. Bin ja durchgekommen. Warte, wie sieht's mit Waffen aus? Soweit voll. Okay, nice. Hätte ich es nicht gedacht, aber warum nicht? Oh, nehme ich. Aber diese riesen Kuppel irritiert mich halt, ne? Muss ich sagen. Aber wo ist denn hier ein Weg? Oh, der Schweiß auf mir sieht echt gut aus. Ah. Ne, warte, hier will ich nicht hin. Also noch nicht zumindest. Wir fahren noch an eine andere Stelle. Und da sind auch Gehirne. Wow. Das, also es wundert mich nicht ganz, aber... Dass man die hier am anderen Ende der Map hingestellt hat. Interessante Entscheidung. Hilfe, ich brauche wen auf den Schatz. Danke. Oh, hallo, Chef. Oh nice, das habe ich sogar No-Scope getroffen. Das nehme ich natürlich, wenn ich Dinge einfach No-Scope treffe.
Komm schon, komm schon. Weil jetzt muss ich konzentriert gehen. Ich habe so viel Nanotech verloren. Renn. So, und jetzt spiele ich auch hier mal wirklich konzentriert, ne? RIP, ja. RIP in Peace. Ja, ich weiß, dass es super falsch ist, aber... Ihr kriegt mich nicht. Ich hau nämlich euch alle mit der Photonentrommel weg. Oder dann halt mit dem Kuvitron. Und dann kommt der Verpixler. Nice. Okay, das funktioniert. Oh, ist da hinten jetzt ernsthaft noch einer? Oh, das hat funktioniert. Ist mal ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber hey, ich nehme. Und? Quickscope? Ach, come on. Ich will doch nur wegsnipen. Ich hab keine Ahnung, wo die anderen Schalter sind. Aber ich gehe dafür. Ah, hier sind Dropboards. Oh mein Gott, da oben. Warte, hat's jetzt geöffnet? Ja, nice. Vor allem damit loszulegen, bevor ich überhaupt den letzten habe, ist auch so eine Sache. Das war knapp. Ja. Würde auch so sagen. Würde ich tatsächlich auch so sagen. So. Und hier kann man immer noch keine Waffen auf den Dingern benutzen. Und Aufschlag. Das muss der Kart nicht verstehen. Was? Ich konnte doch eigentlich gar nicht schneller rüber. Okay. Bin gleich wahrscheinlich down. Ich habe keine Ahnung, was diese Bolt-Kuppel tut, aber... Wenn ich eine Sache im Wedge und Clank gelernt habe, Boltkugel. In das geheime Versteck der Block, weil Erkunden Spaß macht. Ach, ich habe das Feuer ausgestellt. Wieso klappt das hier? Und wieder hat es vorhin nicht geklappt. Egal. Hinterfrag's einfach nicht. Oh nein. Oh, ist gut, ich bin an Minen vorbeigekommen. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre mein sicheres Ende, aber hey. War es dann doch nicht. Oh, Raritanium, nehme ich mit. Oh. Das sind kleine Gegner. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Die werden weggebrannt. Neue Karte. Nehme ich gerne mit. Climen Vox. Kurze Quizfrage für die Wedge und Clank-Spieler unter euch. Wer ist Climen Vox? Oh, noch ein Stück Pizza. Nice. Und die Photonentrommel. Witzige Kombi. Kann ich nur empfehlen.
Die Sache ist, ich hätte ja auch eigentlich eine andere Waffe, bei einer anderen Waffe die Sammlung voll gemacht, ne? Aber das Problem war, da waren nur Waffen, bei denen ich mir so gedacht habe, bei denen will ich eigentlich nicht die Sammlung voll machen, weil ich die sowieso eigentlich nicht benutze. Oh shit, die da oben. What the fuck, der kann ganz schön gut mit den Dingern das snipen. Wisst ihr, wer auch gut snipen kann? Der hier. Doch nicht. Der hier. So, Mr. Zukon. Das ist immer so meine Sicherheitsmaßnahme. Wenn alle Stricke reichen, Mr. Zukon raus. Der Brenner und wie wild rumspringen und trotzdem noch Sachen treffen. Die Kombi ist einfach gut, um sich einfach auf sonstige Gameplay zu konzentrieren, finde ich. Bei Mr. Zokon haut halt Damage raus, während man selbst einfach nur Kreis drückt und darauf achtet, dem gegnerischen Angriffen auszuweichen. Warte, Mr. Zokon muss wieder her. Nice. Hui. Das war eine Erfahrung. Auslöschen, sagst du? Und was ist, wenn ich das mit dir tue, ne? Schau mal in meine Disco-Kugel hoch. Und jetzt ist hier auch die Kuppel aufgelöst. Nice, nice. Aber mir fehlt jetzt hier immer noch ein Goldbolt, oder? Warte, das kann man doch hier sehen. Level-Info aus. Tausche Gehirne. Ich habe immer noch nicht alle Gehirne. Verdammt, wo sind denn die? Ich gehe die jetzt noch suchen, ne? Tut mir leid, wenn das dann jetzt ein bisschen länger dauert, aber ich gehe die noch suchen, die letzten Gehirne. Wie es sich anhört. Ich gehe die letzten Gehirne noch suchen. Ich glaube, die Menschheit hat die irgendwo liegen gelassen. Baritanium-Umwandlung. Stelle Geschosse durch Schlagen Gegner unmittelbar und mach jeden Schuss doppelt tödlich. Du hast nichts anderes von mir erwartet. Ja, jeder, der was anderes von mir erwartet hätte, hätte auch einfach falsche Erwartungen. Muss man an der Stelle halt auch mal sagen, ne? So, Mr. Zukon. Hyperbolische Sicht. Mit Hilfe von besten Scannern können. Oh. Nice. Inaktivitätsprotokoll. Weitere Inaktivität können verstaut werden oder sein Kampf ausbricht oder Emotionen. Ah, ich werde einfach durch die Gegend fliegen, Gehirne suchen, wie man es von mir kennt. Natürlich auch aus dem Medienleich, ne? Auf der Suche nach Gehirn. Nur leider habe ich da noch nicht so viele Leute gefunden. Das meine ich natürlich nicht. Das war jetzt nur ein Spaß. Bitte nicht zum Ernst nehmen, aber ich denke, das werdet ihr eh nicht. Keine Ahnung. Aber man muss echt manchmal aufpassen mit so Witzen, nicht, dass es wirklich irgendjemand zu ernst nimmt und dann sitzt man da so. Ja, es war wirklich nicht so gemeint. Immer noch. Und übrigens, man kann Kisten in Videospielen und Zeit verschwenden, das passt nicht zusammen. Du kannst mit Kisten in Videospielen, kannst du keine Zeit verschwenden. Funktioniert nicht. Ich werde mich dann halt echt hier jetzt noch ein bisschen umsehen.
schauen, wo ich noch landen kann. Aber wenn man sagt, ich schaue, wo ich noch landen kann, hört es das eher so an, wie als wäre man ein verzweifelter Single. Ja, ich schau mal noch, bei welcher Person ich noch landen kann. Das weiß nicht, das wäre... Oder ist das nur meine Wahrnehmung, dass das sich anhört? Oh, Holokarten. Ein Holokarten-Pack, yes. Pyrosprenger, Plasmastürmer. Plasmastürmer hatte ich vorher noch gar nichts. Interessant. So, das heißt, wenn ich das da vorne... Okay, ich brauche noch zwei Gehirne. Okay. Sollte ich finden. Ich werde schon den guten Stoff finden, keine Sorge. Warte, war ich vielleicht hier oben noch nicht? Meine Munitionskisten kann ich gerne. Oh, ich habe genug Munition von allem. Könnt mal gucken, wo noch Gegner rumschwirren. Beziehungsweise ich kann mich generell jetzt öfters mal hier oben hinstellen, umschauen und sehen, ob ich noch irgendwo Gehirne finden könnte. Wait, das hier ist gar nicht auf der Karte. Aber schöne Ecken hier. Wieso zur Hölle ist der nicht auf der Karte? Hier ist einfach so ein Weg, der einfach nur da rumliegt. Ich meine, warum denn nicht? Kann man ja gerne mal machen. Mit ordentlich Kisten, Bolt und Goldbolt. Das war auch der letzte Goldbolt hier. Haben mich dann doch ja, ordentlich überrascht, ihn hier zu finden. Bass sucht Gehirne und findet Goldball. Wow. Das habe ich einfach stehen lassen. Möppi, hast du es anders von mir erwartet? Ich denke mal nicht, oder? Dass ich die Secrets eher finde als das, was ich eigentlich finden soll, ist so praktisch eines der Themes, die sich durch meine gesamten Streams zieht. Nein. Genau, ich habe nämlich auch nichts anderes erwartet. Und was anderes zu erwarten, wäre auch einfach nur blöd gewesen. Tut mir leid, das so hart sagen zu müssen. Aber wäre es halt auch einfach, ne? Bring mal nochmal hier runter tatsächlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Vielleicht im Tunnel irgendein Gehirn oder so. Aber das wäre wieder ein gut verstecktes. Das wird eigentlich gegen meine Logik gehen, dass ich das dann. Dass ich das dann finden will. Dass da mir noch eins fehlt. Weil gut versteckten, die kriege ich sofort. Nur die, die dann eher so offensichtlicher versteckt sind, die. Kann ich lange suchen. Wissen doch alle, wie es ist. Der wird halt. Das wird halt wirklich an einer total merkwürdigen Stelle sein. Oder an einer total einfachen. Ich hab grad gedacht, die Lampen da oben, ne? Ich hab gedacht, die könnten es sein. Aber da oben ist eigentlich ein gutes Stichwort. Kann man hier vorbeischauen. Okay, ihr habt auch die Gehirne abgefarmt. Ihr könnt übrigens Bescheid sagen, falls ihr irgendwo seht, wo ich vielleicht eins vergessen haben könnte.
Okay, hier habe ich alles. Das ist gut, weil die meisten hier haben auch nicht so immens viel Ahnung vom Spiel und dürften daher nicht wissen, wo es noch welche geben könnte. Das ist eigentlich gut. Aber beziehungsweise, wenn ich die 59 von 60 habe. Aber ich gehe mal jetzt zu einem Ort, wo ich mir denke, ja, da würde ich mir definitiv zutrauen, dass ich da ein Gehirn übersehen habe. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Erstmal fliege ich hier oben rum. Ja doch, das ist die richtige Richtung. Kann man hier drauf eigentlich stehen? Na, okay. Anscheinend nicht. Verdammt, das war ein bisschen falsch. Egal, hier vorne wird wahrscheinlich nochmal diesen Tag-Ding sein. Ja, natürlich ist hier nur eins. Schön, schön. Ich werde jetzt tatsächlich mal hier hochfliegen. Das war jetzt nicht der Plan, wo ich gedacht habe, ja, hier muss eins sein. Das war eher so. Ach, hier kann ich auch mal wieder hochfliegen. Ich sehe mich hier auch nochmal überall um. Und ich sehe keins. So Leute, meine Theorie ist nämlich, ich habe hier irgendwo Anfangsbereich was übersehen. Weil das mich so gut zusammenfassen würde, wenn hier wirklich mitten im Anfangsbereich noch ein Gehirn fehlen sollte. Oh, der gibt mir auch Bolts dafür. Ah, interessant. Na, warte, da vorne schwören Gegner rum. Das heißt, hier war ich tendenziell noch nicht. Ah doch, hier war ich schon. Verdammt. Und jetzt werde ich, glaube ich, einfach mal den Rest des Levels abfliegen auf der Suche nach diesem verdammten letzten Gehirn. Und was finde ich? Raritanium. Massenhaft. Ach, der ist immer noch da. Ich werde aber nicht aufgeben hier. Das Spiel gewinnt nicht gegen mich. Wenn es die gesamte Map dreimal abfliegen muss, ist mir egal. Hier unten war aber keiner, oder? Vor allem, wieso fliege ich jetzt hier lang? Jo, ist halt schneller, ne? Ach so, das sind die Minen. Ich habe gedacht, was ist dieses Geräusch denn bitte? Nö, tue ich mir nicht an. Alles hier tue ich mir nicht an. You okay, Bomb? You okay? Ah doch, man kommt drüber. Das Timing ist echt tight. Okay, passt, passt. Cool. Okay. Werde ich mich jetzt nochmal umsehen. Auch mal hier hinten wieder schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir hier hinten was fehlt. Um ehrlich zu sein, ne? Aber man kann ja mal schauen. Aber dass mir wirklich halt nur eins fehlt, ne? Das ist das, was mich am meisten triggert.
Wenn mir so 3-4 fehlen würden, dann würde ich jetzt vielleicht irgendwann aufgeben. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht, aber... Geht halt wirklich nur dieses eine. Eine kleine Gehirn fehlt mir. Das werde ich auch finden. Komme was wolle, nicht koste es was wolle, komme was wolle. Dann gehe ich jetzt tatsächlich mal einen Weg lang, den man auch ohne Dings lang gehen kann. Ohne diesen Pack. Lauf den mal kurz ab sozusagen, oder flieg den ab eher gesagt. Und schau, ob es hier irgendwas gibt. Flieg einfach das ganze Areal nochmal. Ich weiß auch nicht, wo es ist. Ja, wahrscheinlich ist sowieso wieder eine total offensichtliche Stelle. Es kann gefühlt überall sein, ja. Deswegen bleibe ich jetzt mal tatsächlich bei den Wegen und schaue, ob ich da irgendwo was übersehen habe. Einprozentig, das heißt, bis da oben hin werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich habe aber noch 1%. Ist nicht so viel. Oh, was? Aber sagt bitte sofort Bescheid, wenn ihr irgendwas seht, ne? Okay, hier ist nicht. Leg ich noch mal da vorne hin zurück. Und das Düsenpack hält das noch aus. Muss es noch aushalten? Gut so. So, wo ist dieser letzte Kristall? Ich bin mittlerweile echt so leicht getriggert davon, muss ich sagen. Aber ich werde ihn finden. Oh mein Gott, das wird verdammt. No. Ich meine, ich hab's provoziert. Ich hätte mich einfach runter in den Vulkan droppen lassen können. Wäre alles gut gewesen. Aber habe ich halt. Das war zu knapp. Yes, das war. Das war es definitiv. Die Sache ist halt, ich würde halt sagen, sucht ihr mal, aber das funktioniert schlecht, weil. Da gibt es ja einen einfachen Grund für, warum ihr das jetzt nicht so einfach ohne weiteres suchen könnt. Ihr könnt nämlich die Kamera und die Bewegung nicht kontrollieren, ihr könnt nur einfach mitgucken. Und was ich mir halt denke, wenn es halt auf der Kamera ist, werde ich es wohl aussehen. So blind bin ich jetzt nicht, ne? Also ich hoffe mal zumindest, dass ich nicht so blind bin. So, hier hinten war es aber auch nur einmal, klar, ein bisschen sein. Ich meine, hier ist ja auch nichts, aber... Lass uns nochmal nachschauen. Ich bin da mittlerweile echt schon so, dass ich mir denke, irgendwie, ja, das wird so wahrscheinlich richtig dumm sein. Warte, hier fliegen welche von den Geiern rum. Was das hier ist, was? Nein, hier ist einfach nur ein Vulkan, okay. Ja, wisst ihr, was ich jetzt mache? Einfach mal, um mich ein bisschen abzulenken. Come on.
hätte ich davor treffen können. Das Blöde ist, die Waffe hat halt eine gewisse Travel Time. Ob ich die nicht töten kann. Komm schon. Komm schon, Spiel. Ne, die verpuffen anscheinend davor. Ah. Ja, ja, ist okay. Ist ja. So langsam glaube ich, ist irgendwo auf dem Teil der Map, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie immer noch hier hinten ist. Weil hier habe ich jetzt wirklich gefühlt alles abgesucht. Also auf einmal quer über die Map. Mal wieder. Aber erstmal gehe ich tatsächlich mal hier lang. Wir wissen, wo man hier lang kommt. Ob hier irgendwas ist. Nein, hier ist nichts. Lol. Kann man gehen. Leute, ich glaube hier oben ist es irgendwo. Es ist der einzige Ort, in dem wir noch nicht nachgeschaut haben. Muss schon fast hier irgendwo sein, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Oder doch nicht. Ich war mir so sicher, dass hier was sein würde. Okay. Aber ich werde es immer noch nicht aufgeben. Ihr wisst, das ist eine Sache, die ich nicht tue, also... Let's go. Wäre halt fies, wenn das hier irgendwo in den inneren Räumen jetzt irgendwo oben noch so ein Gehirn wäre. Aber ich kann es mir am besten Willen nicht vorstellen. Also vielleicht. Wenn, dann wäre es halt ein super, super fieses Versteck, ne? Ich muss sagen, es wäre ein gutes, aber auch sehr, sehr fies. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass die Landung hier so reibungslos klappt, bin ich ganz ehrlich, das war wirklich so. Ja? Okay, nehme ich. Aber da ist jetzt noch ein Vogel geflogen, heißt das, ich war noch nicht hier oben? Ja, ob hier oben schon war oder nicht, es macht keinen Unterschied. Denn ich bin immer noch hier. Ach, come on, come on, come on, come on. Aber ich werde nicht aufgeben. Das ist mir klar. Wenn es die ganze Nacht dauert. Ja, dann würde ich vielleicht einen Stream ausmachen und da weitersuchen. Ja. Das sieht so aus, als ob ich hier noch nicht gewesen sein könnte. Bitte? Warnung, unbeständiger Atmosphärendruck, mechanische Fehlfunktion. Ach, okay. Ich verstehe. Wenn es wenigstens mehr als eins wäre. Ja, das eins wäre ist psychische Folter. Ich bin halt auch am überlegen, könnte es sein, dass es irgendwo unten drunter ist? Das ist halt auch eine Sache, die ich mir überlege, ne? Weil ich habe bis oben alles abgegrast. Dann muss es doch eigentlich schon an irgendeiner Stelle unten sein.
Schau auch die ganze Zeit nach oben und allen nach erhöhten Stellen, wo vielleicht jetzt halt sein könnte. Denk mal, es ist definitiv irgendwo unten. Aber wenn ich jetzt verstärkt unten suche, dann könnte ich damit halt auch kolossalen Fehler machen, weil ich das oben nicht sehe. So oder so ist halt mit einem gewissen Risiko verbunden. Und ich renne an den immer gleichen Orten lang. Immer gleich. Ohne irgendwas zu finden. Das ist auch schon so ein bisschen frustrierend, ne? Wer hat das Ding nicht finden? Wenn es das letzte ist. Ja. Irgendwelche Ideen? Wo sein könnte? Ich werde halt jetzt die immer gleichen Orte abfliegen, in der Hoffnung irgendwas zu sehen. Auf gut Deutsch gesagt, ich werde wahnsinnig. Weil wir alle kennen eine gewisse Definition von Wahnsinn, ne? Werden wir mal sehen, das Ding ganz doof. Möppi, ich würde niemals im Leben dagegen wetten. Aber wirklich nie. Niemals. Außer ich hätte eine Quote von 1 zu 1000 oder so. Dann würde ich mir überlegen, aber so würde ich nicht gegenwetten. Definitiv nicht. Ich meine, ich kriege ja auch nach und nach ja wirklich alles ab, aber sind halt nicht. Übrigens, kleine Aufmunterung. Ich sehe gerade, also ich denke mal, sie sind Bot im Chat mit dem Namen Let Whoever Help Me, wo ich mir auch so denke, what the hell? Wer nennt denn Bot so? Zum Auftanken des Düsenpacks. Kannst mir nicht sagen. Hey, du bist wieder da! Hast du noch weitere Telepathobuserne gefunden? Ich wäre so froh, hätte welche. Und wisst ihr, wenn ich jetzt aufhöre, dann, wenn ich dann nochmal suche, ich werde instant finden und mich so komplett dämlich halten. Deswegen bleibt jetzt einfach auf diesem Felsen stehen und guckt auch für die Landschaft. So ähnlich. Ich habe tatsächlich eine Idee, was ich machen könnte. Nämlich, ich fliege erstmal hier hoch. Sehe mich hier ganz ruhig überall um. Okay, habe ich gecheckt. Na, warte. Aber hier drunter oder praktisch hier hinter. Was ist da? Wie Sie sehen, sind Sie nicht. Ja gut, ich krieg ja wieder auf das Booster hin. Es gibt ja hier dieses geheime Areal sozusagen. Könnte es sein, dass an einem Ende... Nein. Oder... Er wartet halt kein Gehirn auf einen, oder? Das wäre echt mies. Aber sie haben hier kein Gehirn hingesetzt. Wisst ihr, was ich dann von der... Entwicklerperspektive denke. Ich denke nämlich, es
sie haben es nicht so fies gemacht, dass es hier wäre. Und das Gebiet hier hinten habe ich jetzt so oft abgeflogen. Das heißt, es kann eigentlich noch im Anfangsgebiet irgendwo sein. Das ist so meine Logik, aber... Wieso stimmt? Ist auch schwierig, ne? Kann man nicht viel dran machen. Ich war Kotzstrahl. Warte, das ist nicht, gar nicht, wo ich hin will. Bin ich hier lang. Ich bleib jetzt hier oben stehen. Könnte nicht mal. Nee, aber ich bin gerade am Überlegen. Natürlich das Spiel nicht hier. Zuschauer, ist ja klar. Ich denke mal, das ist klar, oder? Ich hoffe. Weil Fakt ist, den Anfangsbereich haben wir am wenigsten untersucht bis jetzt. Aber da ist halt auch nicht viel in der Hinsicht, muss man jetzt auch mal fairerweise sagen, ne? Könnt vielleicht noch hier im Bereich der Quine-Schienen sich ein bisschen umschauen. Hier bin ich an sich sonst nur lang geflogen, schnell durchgeflogen. Weißt du was mit dem kleinen Strändchen hier? Kommt man nicht runter, okay. So. Vielleicht hier oben. Als ob man hier stehen kann. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Warte. Was habe ich hier oben gesehen? Ach, das war eine Lampe. Ich habe hier schon Halluzinationen, ne? Okay, das sind auch nur Lampen. Warte mal. Nein. Nein. Das war so offensichtlich. Danke, Murphy, danke, danke. Ich weiß, es sollte mich freuen, aber... es fällt mir schwer. Aber wie gesagt, wir hatten beide recht, da nicht gegen zu wetten, Murphy. Wir hatten beide definitiv recht damit. Also... ich meine, es war offensichtlich, ja, aber... Du meinst, du nutzt sie zugunsten der Plaggemeinschaft? Ja, klar. Mach dich auf etwas gefasst. Daryl, klaust mein Thunfisch-Sandwich aus dem Kühlschrank. Da hast du dich mit dem falschen Plagg angelegt. Oh, was bist du denn? Viel Spaß mit deiner Belohnung. Ich habe dir einen nützlichen kleinen Apparat gebaut. Schlag mit dem Schlüssel zu und der Kistenbrecher zerstört alle Kisten und dich auch. Das ist super. Das ist fast so praktisch wie ein Telepathopus. Und wisst ihr, wo wir jetzt hingehen? Es gibt so einen Ort, wo ich mich erinnere, dass man da den das Düsenpack braucht. Und da geht's hin. Ein Ort, der mich schon für den Goldbolt sehr verzweifeln gelassen hat. Also wird sich das ändern.
Nicht wahr, Aridia? Aridia war es, glaube ich. Genau, das war Aridia. Verdammt, schon 07. Wenn man so spät erst mit Zocken anfängt, ne, da ist ganz schön was vom Tag weg. Muss man halt sagen, ne? Da kommen wir dann auch endlich mal an unseren Gold Bowl dran. Zum Agenten. Der Agent von Skid McMahon. Warte, hier brauche ich noch mal was anderes. Huh. Wieso brauche ich noch mal was anderes? Aber naja. Kann man nichts dran machen, also wieder zurück. Ich hatte gedacht, ich hätte es, aber... Scheint nicht.